Hallo, moin moin, Samstag, es schneit ein bisschen. Das erste Video im neuen Jahr. Gemeinsam. Gemeinsam. Und er hat gesagt, ich soll nicht so viel klatschen. Richtig. Ja, Mario, alte Erinnerung, oder? Ja, ja, mein erster Focus ST Turnier, wo ich damals hatte. Déjà-vu. Ja, Déjà-vu. Das heißt, in dem Fall sind wir auch in einem Ford Focus ST unterwegs. Natürlich. MK3. Kombi. Ja. Kunde kommt aus Mittelfranken. Heißt, ja. Eigentlich ja Bayern, ne? Aber ich meine, ja. der Franke mag es ja nicht so, wenn man Bayer zu ihm sagt. Deswegen sagen wir Mittelfranken. Mittelfranken. Und wir haben 250 PS an Bord. Serie, genau. 360 Newtonmeter Drehmoment. Der Kundenwunsch ist hier einfach eine Leistungssteigerung. Ganz ja. Dezent, ganz normal. Er hätte gerne 3 da vorne. Das ist rein nur durch eine Anpassung vom Kennfeld möglich. Ja. Deswegen bauen wir hier aktuell erstmal keine Hardware um, obwohl wir über dieses Thema mit dem Kunde gerade auch schon gesprochen hatten, weil du es natürlich schon hattest in deinem, ne? Zu leise? Ja. Also geht gar nicht. Nee, das ist, ein bisschen, das ist echt zu leise. Das wäre jeder andere, ist lauter. Kann man Abhilfe schaffen, wer möchte. Einige Möglichkeiten, es gibt Möglichkeiten, bezüglich Downpipe mit Zulassung. Es gibt Möglichkeiten mit Abgasanlage von der Firma Stoffler zum Beispiel. Ja. Machen wir einfach ein bisschen Werbung jetzt gerade mal. Klingt relativ gut. Gibt natürlich auch die Möglichkeiten, die offiziell nicht legal sind. Ansprechend muss man trotzdem Mittelschalldämpfer, Ersatzrohr. Ja, funktioniert super, kostet nicht viel und interessiert keinen. Und Klang im Endeffekt auch noch cool. Ja, so. Also von dem her wäre das auch eine Option. Ja. Ziel des Ganzen, wie schon gesagt, sind 300 PS, das ist das, was der Kunde sich wünscht. Das wird nachher auch erfüllt sein. Also im Schnitt ist es so, wir hatten ja schon mehrere auf dem Prüfstand, wir haben alle nach oben geströmt. Ja, knappe 10%. Ganz genau. So. Belagen 270, ja, so 272, genau, so rum. Immer um diesen Dreh und Drehmoment lag auch immer schon Richtung 400 oder teilweise sogar drüber. Und das ist hier nachher. Ja. Der gleiche Fall, er nimmt natürlich die Streuung dann mit und wir werden hier nachher über 300 oder knapp um 300 PS legen und bei 450, 460 Newtonmeter im Drehmoment. Das wird spürbar sein. Ja. Und ich denke, dass es dann auch richtig Spaß macht, auch ein bisschen untertourig mal zu fahren und da rauszuziehen. Wird ein deutlicher Unterschied. Ich finde schon, dass es Auto sehr gut geht. Wir wissen es ja, wir brauchen uns nichts vormachen. Also ich bin das Ding 4 Jahre gefahren, war ein tolles Auto. So ist es, ja. Definitiv. Nie Probleme gehabt. Familienauto mit ein bisschen Leistung, sage ich mal, für ein faires Geld, ist das ja, optimal. Ein sehr guter Kompromiss und ein optimales Auto. Also da ja, braucht man nichts mehr schlecht reden. Ne? Das ist einfach definitiv so. Leider können wir jetzt für euch kein groß oder nicht viel Gas geben. Weil ihr seht an der Frontkamera, Verhältnisse sind nicht wirklich optimal. Gut. Aber so ist es, ne? Leider, aber da müssen wir durch. Kommen wir noch kurz zum Fahrzeug selber. Bei dem Auto kann man über die OBD-Schnittstelle flashen und lesen. Das heißt, bei diesem Auto muss man hier nicht groß das Steuergerät ausbauen, ja, das Steuergerät öffnen. Spart Zeit, spart unter Umständen, wenn das Auto doch mal zum Händler muss, etwaige Schwierigkeiten, wenn man halt sieht, dass das Steuergerät offen war. Ja, das ist einfach nur so als kleiner Ruckzuck Hinweis. Wir sind jetzt eine kleine Runde nochmal gefahren, Serie, um zu schauen, ob mit dem Fahrzeug alles in Ordnung ist. Das sieht alles soweit gut aus. Ja. Jetzt würde ich sagen, fahren wir zurück, dann kümmern wir uns um die Leistungssteigerung, kümmern wir uns, dass der Datensatz aufs Fahrzeug kommt und dann werden der Mario und ich noch mal eine kleine Runde fahren. Jo, genau, ziehen wir mal noch kurz. Ja, geht nicht hier. Eins durchdrehen. Ja, reicht. Jetzt würde ich sagen, bis nachher und ja. Jo. Ja, jetzt nehmen wir euch noch kurz mit zum Flashen vom Fahrzeug, zum Wiederbeschreiben, dass ihr das einfach auch mal gesehen habt. Hier gibt es viele verschiedene Tools. In dem Fall arbeiten wir mit dem New Genius, haben aber auch CMD oder Byte Shooter Tools. Das heißt, je nach Fahrzeug, je nach Steuergerät schaut man halt, welches Tool am einfachsten funktioniert. Das muss jeder selber entscheiden, auch jeder selber wissen von euch, wenn jemand auch sich in diesem Bereich selbstständig machen möchte und einen Slave beziehen möchte, gibt es viele verschiedene Tools. Ja, in dem Fall arbeite ich jetzt gerade mit dem New Genius bei diesem Ford
Focus ST. Ist relativ einfach, geht komplett über die Onboard-Schnittstelle, die sich bei dem Fahrzeug links im Fußraum befindet. Hier ist auch relativ einfach die Menüführung. Ihr kriegt von vornherein gesagt, was ihr machen sollt. Ganz wichtig ist, schließt ein Batterieladegerät an, spart euch den Ärger. Es geht auch ohne, aber das muss nicht sein. Dann folgt ihr einfach den ganz normalen Anweisungen, was das Gerät euch anzeigt. Wir sehen hier unten die aktuelle Batteriespannung. Wir kriegen nochmal den Hinweis, bitte anschließen. Und dann folgt ihr jetzt einfach den Vorgaben vom Genius, zum den Datenstand, den geänderten Datenstand auf das Fahrzeug zu spielen, um dann zu testen. Ja. Bei Ford nicht erschrecken, da geht's Tacho aus, das Kombi-Instrument, er schreibt aber trotzdem. Da kommen viele durcheinander, ihr seht, Zündung ist alles noch an, alles funktioniert, aber er schaltet quasi das Tacho ab. Ja. Jetzt schauen wir gerade mal. Jetzt sind wir mitten im Schreibvorgang. Den Schreibvorgang führen wir jetzt aus. Für euch, wie schon gesagt, nochmal kurz der Hinweis. Es gibt viele verschiedene Tools. CMD, CAS gibt es zusammen mit, da hängt BHP mit drinne. New Genius, da hängt DimSport mit drinne. Byte Shooter, Autotuner, Magic Motorsport. Also da müsst ihr euch selber einen eigenen Weg finden. Was ihr haben möchtet, da will ich auch keine Werbung machen, soll sich jeder selber entscheiden, der das machen möchte, was für ihn am besten ist. Ja, da würde ich jetzt gar nicht groß weiter drauf eingehen, das war auch nicht das Ziel. Jetzt wollte ich euch einfach nur kurz mitnehmen. Wir sind hier noch mitten im Beschreibvorgang. Schon gesagt, Ladegerät ist angeschlossen, Spannung ist stabil. Und den schreibt man jetzt voll fertig. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir nochmal ab auf die Piste und schauen wir mal, wie er sich fährt. Ja, bis gleich, dann wieder mit Mario und in diesem Sinne, ciao. Mahlzeit, wir sind fertig. Ja. Gleich steckt drauf. Wir sind fertig. Ja, und? Oh ja. Aber Wetter ist immer noch gefährlich. Das stimmt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Jo. Gesagt. Ja. Ja, ein paar Videos werden noch kommen. Mario und ich, wir haben als nächstes noch ein BMW M2 Competition. Umbau. Umbau zu erledigen. Wir sind gespannt drauf. Oder ich bin auch gespannt drauf. Mario auch. Oh ja. Sind wir gespannt, was rauskommt. Momentan ist ja so die Gerüchteküche oder die Küche, die streut da ein bisschen. Der eine findet das Auto gut, der andere nicht. Das sagt seine, wenn es die ganzen Bestimmungen sind. Gibt es natürlich auch viele Nachteile, was auch halbwegs richtig ist. Aber ja, ich denke, man kann da trotzdem was Gutes draus machen. Und da sind wir gespannt, was wir da zaubern können. Ich denke auch, dass sich da schon ein bisschen was tut, wenn man Step by Step gucken, was kommt raus. Ja, aber es sieht schon, man merkt schon unten raus, geht da schon. Ich habe jetzt eine Traktion. Ja, Traktion fest. Also brauchen wir gar nicht weiter probieren. Ja, schade wegen Wetter, aber ist so. Ja, leider. Ja, ansonsten kriegt er dann nachher noch auf der anderen Seite drüben bei uns die Keramikveredelung drauf. Das heißt, wie gesagt, Hand in Hand. Und dann genau, geht der M2 Competition wieder raus. Und dann kommt nochmal einer. Sind wir gespannt. Dann geht's dann weiter. Und ja. Ne? Ist gut so. Focus ST Turnier MK3 getuned. Fertig. Fertig. Genau. Bis dann. Kunde heimfahren. Heidi home. Ciao. Bleib ich so und ciao.